Hallo und herzlich willkommen zu diesem allgemeinen Reading. Am Anfang dieses Videos möchte ich natürlich auch wieder gerade die neuen Zuschauer unter euch auf die Videobeschreibung bzw. Infobox aufmerksam machen. In dieser Infobox unterhalb von diesem Video findet ihr zum Beispiel die Karten, die ich in meinen Readings verwende, aufgelistet. Ihr habt dort Zugang zu meinen Social Media Links, zu meiner E-Mail-Adresse, auch zu jedem einzelnen Info- und Special-Video, das ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Euer aktuelles Jahresreading könnt ihr dort unten verlinkt finden, genauso wie natürlich das weiterführende Reading über diese Legung hier, welches ihr euch im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne anschauen könnt. In einem allgemeinen Reading gelten so manche Grundregeln, sage ich jetzt mal. Das ist zum Beispiel, dass die Zeit fließend ist, dass die Hof- und Personenkarten in einem allgemeinen Reading neutral gedeutet werden und vor allem auch, dass die Rollen hier und da vertauscht sein können. Ich würde mich sehr über einen Like natürlich unter diesem Video freuen, genauso wie ich mich über ein Abonnement freuen würde, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich kann damit viel anfangen und mir kommt das sehr zugute. Ihr habt natürlich keinerlei negativen Konsequenzen daraus zu befürchten. Dies vorweg zur Information und ich wünsche euch jetzt viel Freude bei dem Reading. So, liebe Stiere, eure Karten sind gemischt und ausgelegt. Wie gewohnt decken wir sie gemeinsam auf. Die verzauberte Wiese können wir hier sehen. Das Heiligtum ist eure Hauptenergie für diese Zeitspanne. Unter dem Heiligtum kann man so etwas wie einen Schatz beispielsweise vermuten. Etwas, was euch sehr wichtig ist. Vielleicht auch natürlich jemand, der euch sehr wichtig ist, könnte hier einen Dreh- und Angelpunkt darstellen in diesem Reading. Es scheint sich hier um eine Angelegenheit zu drehen und zu handeln, der ihr eure vollste Aufmerksamkeit wahrscheinlich widmen werdet. Genauso kann man das natürlich passiv identifizieren und interpretieren, dass ihr für jemanden beispielsweise das Heiligtum darstellen könntet. Das möchte ich mir jetzt natürlich genau anschauen. Die Vier der Kelche. Die Vier der Kelche ist eine Karte, die man mit einem Rückschlag, mit einem Misserfolg oder mit einem Scheitern gleichstellen kann. Im zwischenmenschlichen Sinne gerade könnte hier der Korb dargestellt sein. Das ist dieses, der eine will den anderen nicht oder dieses, ja, man möchte jemanden näher kommen, dieser jemand hält aber einen auf Abstand. Es könnte hier natürlich aber auch in anderen, also nicht zwischenmenschlichen Situationen der Fall sein, dass man das nicht erreichen hat können, was man sich eigentlich vorgestellt hat zu erreichen. Dieses klassische Scheitern oder der klassische Misserfolg kann natürlich in vielen Bereichen in eurem Leben hier eine Rolle spielen. Es scheint mir aber dann auch mit dem Heiligtum so zu sein, dass man sie jetzt nicht geschlagen gibt, dass man dem Ganzen vielleicht noch einmal einen neuen Anlauf widmen möchte. Nur weil es jetzt nicht funktionierte, heißt das nicht, dass das nie funktionieren wird. Das kann ich mir hier natürlich genauso noch vorstellen, aber da brauche ich die Klärung und Spiegelung, um konkreter werden zu können. Der Gehängte ist hier die zweite Karte. Der Gehängte hat zwei grundlegende und dann auch recht unterschiedliche Deutungsvarianten, denn zum einen kann der Gehängte für ein Stagnieren, für ein Festsitzen, für ein Festhängen oder für ein sich im Kreise drehen stehen. Dadurch, dass man hier beispielsweise immer mal wieder etwas versucht hat zu realisieren oder eben auch zu erreichen, aber immer mal wieder auch scheitern musste bei dieser Situation. Man hat es nicht geschafft, man hätte sich da verbiegen können, man hätte das tun können, was man wollte, man hat vielleicht alles getan, was man konnte. Aber trotzdem schien es hier nicht zum gewünschten Erfolg bislang gekommen zu sein. Der Gehängte kann aber in dem Sinne auch tatsächlich für eine Lösung dieses Problems stehen, nämlich gerade dann, wenn es hier um den Perspektivenwechsel geht. Da schaut man sich eine Situation, wie beispielsweise einen Misserfolg oder einen Rückschlag, von einer anderen Blickweise oder von einem anderen Blickwinkel aus genauer an, um dann auch herausfinden zu können, okay, woran lag es? Wo habe ich einen Fehler gemacht? Wo hätte ich etwas anderes machen müssen? Wo könnte ich beispielsweise auf eine andere Art und Weise daran an die Sache rangehen, um dann eventuell den gewünschten Erfolg erzielen zu können? Das Umdenken, der Perspektivenwechsel, der Meinungswechsel, der kann hier natürlich ebenso eine Rolle spielen und würde dann wahrscheinlich auch für eine Solvierung des Problems oder möglicherweise einfach für einen anderen Ansatz dafür sorgen können. Das werden mir auch noch die weiteren Karten verraten, aber ihr merkt, dass es hier in zwei sehr unterschiedliche Richtungen laufen kann. Hier habe ich die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit steht in den allermeisten aller Fällen und gerade in einer Mitte
Ist das eine Entscheidung, die hier entweder zu treffen ist oder bereits getroffen wurde? Ein Urteil könnte man sich hier ebenso bilden. Eine Meinung könnte man hier auch festigen. Es kann hier gut und gerne noch, wie auch schon gerade beim Gehängten gesagt, in vielerlei Richtungen gehen. Aber mit der Gerechtigkeit in der Mitte meine ich, dass viele von euch sich entweder dazu entscheiden, etwas, was man schon länger versucht umzusetzen, länger versucht zu realisieren, dann gut sein lässt, dann darauf beruhen lässt, sich geschlagen gibt möglicherweise. Das wäre dann so, wenn man hier die Stagnation hat. Oder man entscheidet sich genau für das Gegenteil, nämlich sich nicht geschlagen zu geben, es weiter zu versuchen, solange bis es funktioniert. Das wäre dann hier eher das Umdenken. Und auch hier brauche ich noch die weiteren Karten, um da etwas konkreter werden zu können. Es liegt jetzt hier doch schon etwas näher, dass hier das Umdenken stattfinden kann. Durch die Acht der Schwerter wird das jetzt hier etwas klarer und deutlicher. Denn die Acht der Schwerter ist ein Gedankengefängnis. Der klassische Zerdenkermodus, das Grübeln, ist darin dargestellt. Und man grübelt hier potenziell über eine verfahrene oder festgefahrene Situation nach. In der Spiegelung zum Gehängten ist es das Stagnieren gleichzeitig mit dem Perspektivenwechsel. Insofern haben wir durch diese Spiegelung beide Deutungsvarianten des Gehängten aktiv. Und es bedeutet, aus dieser Misere wieder rauskommen zu wollen. Oder eben aus diesem Scheitern oder dem ständigen Misserfolg. Vielleicht kann man es hier jemanden beispielsweise nie wirklich recht machen, egal was man tut. Oder man kann ein gewünschtes Ziel nicht erreichen, egal wie man es versucht. Das ist das Stagnieren, aber gleichzeitig schaut man sich hier auch Alternativen an. Man geht in verschiedene Denkrichtungen, wie man dann doch ans Ziel kommen kann. Diese beiden Karten in Spiegelung zueinander verraten, dass hier auch beide Varianten aktiv sein können. Man steckt fest, man gibt aber nicht auf, sondern man realisiert, dass man feststeckt und macht sich dann gleichzeitig Gedanken um Alternativen. Wie weit man da kommt bei diesem Grübeln, bei diesem Zerdenken, das werden mir hier noch die weiteren Karten wahrscheinlich verraten. Genau das macht ihr hier nämlich. Der Eremit. Der Eremit ist eine sehr ähnliche Karte, wie den Acht der Schwertern zuzuschreiben wäre. Auch hier denkt man viel nach, auch hier grübelt man teilweise nach, aber beim Eremiten macht man das häufig in Abgeschiedenheit. Man gibt hier nicht so viel drauf, was andere in eurer Situation tun würden. Man gibt nicht so viel drauf, was euch andere raten zu tun, sondern man sucht in sich selbst nach einer Lösung. Man sucht nach der inneren Wahrheit, kann man auch sagen. Vor allem sucht man hier bei dem Eremitenmodus nach einer Art zündenden Idee. Eine zündende Idee kann man jetzt natürlich metaphorisch auch formulieren für einen Schlüssel, der euch sozusagen eine Tür aufsperrt, die ihr bislang nicht aufgebracht habt. Das ist hier die Spiegelung, der Misserfolg, der Rückschlag. Ihr standet hier vor verschlossenen Türen und man hat jetzt hier versucht, ja, demjenigen oder derjenigen, der oder die hinter dieser Tür sich befindet, gut zuzureden, sodass euch diese Tür aufgemacht wird. Eine beispielhafte Formulierung. Weiterhin hat man hier vielleicht vergebens bislang nach einem Schlüssel für diese Tür, die abgesperrt war, gesucht und hat diesen Schlüssel weder im Briefkasten noch unter der Teppichmatte noch irgendwo in einem Blumentopf finden können. Und jetzt steht man da und macht sich weitere Gedanken, wie bekomme ich diese Türe auf? Jetzt könnte man über eine Brechstange nachdenken oder die Flex rausholen. Ihr merkt, ihr macht euch hier sehr viele Gedanken, um ein Ziel erreichen zu können, das euch wahrscheinlich wirklich sehr wichtig sein kann und eben nicht dabei aufgeben zu wollen. Ihr habt hier, so wie ich es hier empfinde und interpretiere, einen Ehrgeiz, wo ihr unbedingt etwas erreichen wollt, egal wie schlecht die Chancen stehen, erfolgreich sein zu können in diesen Belangen. Der Eremit hat etwas mit dem Wissen aneignen und dem Weisewerden zu tun. Natürlich überlegt man hier gründlich. Aber der große Unterschied zwischen diesen beiden Karten, wo es auch um das Grübeln, um das Lösungsfinden geht, hier könnte man sich mal schnell verrennen, hier lässt man sich schnell ablenken, hier hört man auch auf andere und auf dessen Tipps und Ratschläge, obwohl man vielleicht gleichzeitig weiß, dass das für euch, für eure Situation vielleicht nicht unbedingt die Ideallösung ist. Es kann sein, dass man sich hier beirren und beeinflussen lässt. Hier passiert das potenziell nicht, weil hier schaltet man ab. Hier nimmt man sich Zeit für sich selbst, um sich mit einem ganz bestimmten mitnehmenden Thema auch auseinanderzusetzen und sich zu beschäftigen. Die zwei der Stäbe.
Es liegt ja sehr nahe, dass ihr eure Verhaltensweise ändern werdet, liebe Stiere, dass ihr eure Vorgehensweise verändern werdet, dass ihr so, wie ihr es bislang versucht habt, nicht weitermachen werdet. Ich meine, logisch, und das ist auch etwas, was dem gesunden Menschenverstand und auch dem logischen Denken natürlich unterliegt. Und wie es Einstein sagen würde, die Definition von Wahnsinn ist, das Gleiche zu tun und etwas anderes zu erwarten. Genau das macht ihr hier nämlich nicht. Die zwei der Stäbe ist eine Verhaltensänderung. Man verändert die Vorgehensweise, man verändert das Tun, das Denken, das Handeln. Es kann hier natürlich um einen ganz bestimmten Menschen per se gehen. Das muss aber hier nicht für jeden von euch so sein. Die Königin der Schwerter. Ich kann mir euch gut in dieser Situation als Königin der Schwerter vorstellen. Obwohl das hier natürlich eine Hofkarte im Luftzeichen ist, ist es hier nicht unbedingt entscheidend, ob das jetzt hier Luft-, Erd-, Wasser- oder Feuerenergie ist. Bei den Hofkarten ist es so, dass jede Hofkarte eine bestimmte Charakteristik hat und diese Charakteristik entweder auf euch oder natürlich auch auf Bezugsmenschen von euch zurückzuführen wäre im Resonanzfall. Die Königin der Schwerter kann also jedwedes Sternzeichen sein, unabhängig davon, welches Element sie hat. Eine Königin der Schwerter ist die ehrgeizigste Energie, die es im Tarot überhaupt gibt. Meistens hat diese Königin der Schwerter auch einen Tunnelblick. Sie ist fixiert auf etwas, was für sie oder ihn ein Heiligtum darstellt. Das Wichtigste ist das, woran man als erstes denkt, wo man als erstes Hand anlegt und was sozusagen Thema Nummer eins ist. Und dieses Thema Nummer eins ist ein Thema, bei dem ihr bislang noch nicht wirklich die größten Erfolge und Fortschritte habt sammeln können. Das ist das, was ihr unbedingt erreichen möchtet, egal wie schlecht es steht, egal wie gering die Erfolgschancen sind. Ihr werdet hier nicht locker lassen, bis ihr diesem Ziel auch tatsächlich Substanz verleihen konntet. Ich kann mich persönlich sehr, sehr gut mit dieser Energie hier identifizieren, weil ich persönlich wirklich typisch Königin der Schwerter bin. Ich bin extrem ehrgeizig. Und ich kann mich nicht damit abfinden, dass etwas, was ich unbedingt erreichen möchte, dann im Prinzip nicht erreichen werde. Das kriege ich nicht in meinen Kopf hinein. Und ihr merkt, es ist hier Ehrgeiz mit Hartnäckigkeit, vielleicht auch ein bisschen Sturheit könnte dabei sein. Das ist natürlich auch auf die Situation per se zu beziehen. Aber bevor ihr hier den Kopf in den Sand steckt, liebe Stiere, ich glaube nicht, dass ihr das tun werdet. Ich glaube, dass ihr euch da so schnell nicht geschlagen geben werdet. Nochmals die zwei der Stäbe. Die haben wir jetzt hier und die haben wir jetzt hier. Es ist nach wie vor die Verhaltensänderung. Es ist hier einen anderen Weg, den ihr einschlägt, dargestellt. Es ist hier definitiv so eine Art und Weise, die man bislang versucht hat durchzuziehen. Und hier scheint ihr es oder viele von euch es auf eine andere Art und Weise fortan zu versuchen. Es ist hier das Stagnieren, das ist die Erkenntnis. Man merkt, man steckt hier fest, man merkt, okay, so wie ich es mache, hat es bislang nicht geklappt. Und das Umdenken, der Perspektivenwechsel und auch natürlich gepaart mit diesem Zerdenken, mit diesem Grübeln, könnte jetzt hier natürlich einen anderen Weg euch einschlagen lassen, in der Hoffnung, dass man anders als bislang, wenn man es anders macht, dann natürlich auch erfolgreich sein wird. In der Mitte auf die Gerechtigkeit geklärt haben wir die Neun der Schwerter. Das ist schon eine sehr niederschmetternde, vor allem mentale Energie, die hier vorherrschend ist. Nicht nur mit den Acht der Schwertern, sondern jetzt gerade hier auch mit den Neun der Schwertern, die zentral in diesem Reading liegt, kann das hier gut und gerne Verzweiflung sein. Man könnte hier von der Aussichtslosigkeit, Trostlosigkeit, Perspektivlosigkeit sprechen. Vom Ground Zero kann man hier auch sprechen. Das heißt, schlimmer geht's nicht mehr oder tiefer kann man nicht sinken. Oder man könnte auch sagen, jetzt kann es nicht mehr bergab gehen, weil ich bin am Tiefpunkt angelangt. So mag das Empfinden von vielen von euch in einem gewissen Zeitpunkt sein. Ich könnte mir es eher mental vorstellen als emotional, aber das mag wahrscheinlich auch wiederum per se auf die Situation ankommen. Bei den Neun der Schwertern, wie gesagt, ich glaube, Verzweiflung ist der Begriff, der hier im Vordergrund steht. Die Neun der Schwerter auf die Gerechtigkeit in den dunkelsten Stunden. Da müsste man sich potenziell entweder dazu entscheiden, sich seinem Schicksal, wie man es dann interpretieren kann, hinzugeben, es zu akzeptieren, im Prinzip sich geschlagen zu geben, die weiße Fahne zu schwenken. Oder in den dunkelsten Stunden werden auch dann potenziell jene anderen Vorgehensweisen, jene anderen Machenschaften, ne, diese anderen Wege, diese anderen Arten, die man dann ausprobieren könnte, werden da sozusagen als Idee geboren. Weil wenn man so, wie man es bislang getan hat, nicht weitergekommen ist, aber es sich hier um ein Heiligtum handelt, also um etwas oder jemand extrem Wichtiges,
dann gibt es da manchmal kein Scheitern. Gerade bei einer sehr ehrgeizigen Energie gibt es da kein Scheitern. Es ist ein Unding, dass man das, was man hier erreichen möchte, nicht erreichen kann. Damit kann man sich nicht zufrieden geben. Es ist mit dem Kopf nicht vereinbar. Und ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ich kenne diese Energie wunderbar, weil ich ein ganz typischer Kopfmensch bin. Viele von euch sind keine typischen Kopfmenschen, liebe Stiere, aber auf diese Situation hier, dieses Ziel hier bezogen, werdet ihr viel nachdenken, viel nachgrübeln, viel Strategien entwerfen, viel strukturiert natürlich auch analysieren. Ihr werdet hier sehr viel im Kopf unterwegs sein. Ihr werdet sehr viel Gedankenkraft aufwenden. Und ich glaube, das ist angesichts der Komplexität dieser Situation auch absolut notwendig. Die Hohepriesterin. Die Hohepriesterin kann hier trickreich sein. Trickreich deswegen, weil die Hohepriesterin auch mehrere Deutungsvarianten hat, die hier aber allesamt eine größere Rolle spielen können. Zum einen ist hier Feinfühligkeit, Sensibilität, Fingerspitzengefühl oder Sensitivität dargestellt. Die Hohepriesterin kann aber auch die Geheimniskrämerin sein. Es kann das Verschwommene sein, das Mysteriöse oder das Mysterium sein, welches hier auch eine Rolle spielen kann. Gerade die Hohepriesterin auf die 8 Schwerter, da denkt man in die kleinsten Ecken tatsächlich. Man kommt vom 100. ins 1000. Und gerade wenn es hier beispielsweise um einen ganz bestimmten Menschen geht, was ich hier immer noch nicht hundertprozentig sagen kann für jeden von euch, das Heiligtum scheint mir hier für manche etwas Individuelles zu sein. Für manche ist es die Gesundheit, für manche ist es die Schuldenfreiheit, für manche ist es der Traumjob, den man haben will, für manche ist es natürlich auch der Mensch, den man näher kommen möchte oder zurückgewinnen möchte. Noch ist das auf die persönliche Situation zu beziehen und wahrscheinlich hier auch für viele von euch individuell zu betrachten. Aber Hohepriesterin auf 8 Schwerter, man nimmt hier sozusagen alles in Betracht oder man zieht alles in Betracht. Es könnte hier so vieles ausschlaggebend sein für euer bisheriges Scheitern oder anders ausgedrückt der Grund dafür sein, warum diese Tür, durch die ihr unbedingt durchgehen wollt, bislang verschlossen blieb. Hohepriesterin auf die 2 Stäbe bedeutet in der Spiegelung, dass man hier sich nicht sicher ist, ob dieser Weg, den man bislang beschritten hat, denn nicht vielleicht doch irgendwann zum Ziel führen würde, oder ob diese Art und Weise, die man bislang vertreten hat, eigentlich zum Scheitern verurteilt ist, ob man so schlichtweg nicht weiterkommt. Das kommt vor allem wiederum auf die Zeit an. Es kommt natürlich auf eure persönliche Situation an, weil wenn ihr hier beispielsweise, und ich bleibe jetzt mal bei dem zwischenmenschlichen Beispiel, wenn ihr hier jemanden näher kommen wollt, beispielsweise jemanden auf euch aufmerksam machen möchtet und ihr es auf eine bestimmte Art und Weise getan habt, ihr habt diesen Menschen vielleicht mal angesprochen, habt ihn oder sie in einen Smalltalk vermittelt beispielsweise und habt dann gehofft, dieses Gegenüber wird sich in euch verlieben. Das habt ihr vielleicht über Wochen, Monate, vielleicht sogar über Jahre so durchgezogen und bitte weiterhin als Beispiel natürlich behandeln. Jetzt stellt man sich hier zwangsweise die Frage, wenn ich das jetzt noch ein paar Wochen oder Monate so aufrechterhalte, irgendwann muss es doch mal funken, irgendwann muss es doch mal Klick machen, oder ist das tatsächlich dann schlichtweg nicht die Art und Weise, die euer Gegenüber präferiert? Vielleicht solltet ihr nicht nur über Offensichtliches oder über Oberflächliches reden, vielleicht solltet ihr auch das Gegenüber etwas provozieren, vielleicht solltet ihr auch die ein oder anderen anzüglichen Bemerkungen machen, vielleicht ein paar mehr Witze einstreuen, vielleicht solltet ihr aber auch euch rar machen, sodass das Gegenüber animiert wird, auf euch zuzukommen. Ihr merkt, wie viele Lösungsansätze, wie viele Lösungswege es anhand ganz bestimmter wichtiger Problematiken geben kann. Und das ist ein allgemeines Reading, liebe Stiere, deswegen werde ich hier für viele von euch auch wahrscheinlich, was das Thema oder das Ziel direkt angeht, vielleicht gar nicht konkreter werden können. Aber ihr werdet wahrscheinlich spätestens jetzt schon merken, ob ihr mit diesem Reading resoniert oder nicht, wenn ihr es mit einer derartigen komplexen Situation zu tun habt. Die 7 der Kelche, die kann ich hier auch relativ individuell deuten, weil die 7 der Kelche hat 4 oder 5 Grunddeutungen. Ihr habt hier mehrere Möglichkeiten. Natürlich, ihr habt hier viele Alternativen und Optionen zu eurer freien Verfügung. Nur welche ist die beste? Und das ist etwas, was man hier viel besser im Eremitenmodus als im 8er-Schwerter-Modus herausfinden kann. Deswegen liegt es hier auch sehr nahe, dass viele von euch sich vielleicht erst einmal wirklich etwas beruhigen müssen, vielleicht nicht so verbissen sein dürfen, wie diese Königin der Schwerter es normalerweise ist. Und ich rede hier aus Erfahrung und ich weiß, dass das extrem schwer ist, so etwas ein bisschen
ruhiger, ein bisschen gelassener zu sehen. Ich meine, wenn man mir das jetzt sagen würde, ich würde dann auch denken, ja, sei du mal in meiner Situation. Aber ich denke, ihr wisst, was ich euch damit vermitteln will. Die Sieben der Kelche und die Königin der Schwerter hier in der gegenseitigen Spiegelung. Es ist hier Kopf gegen Herzenergie und hier habe ich die reine Kopfenergie. Eventuell, dass man sich in die Lage des Gegenübers versetzen müsste, um herauszufinden, okay, was hätte ich denn am liebsten, wie mein Gegenüber auf mich zukommt, wenn ich an seiner oder ihrer Stelle wäre. Das ist eines von ganz vielen Beispielen, was der Schlüssel sein könnte. Es ist hier sozusagen eine Art Analyse von eurer Seite aus dargestellt, was das beste Vorgehen anhand eurer Situation ist. Und ich würde mit euch wetten, dass ihr nicht innerhalb von einer Session, wo ihr darüber nachdenken würdet, auf eine Lösung kommen werdet. Ich glaube, das ist ein Problem, mit dem ihr euch länger auseinandergesetzt habt bislang, euch wahrscheinlich auch noch länger auseinandersetzen werdet, bis ihr dann tatsächlich auf diese zündende Idee kommt, wie ich sie vorhin auch schon genannt habe. Ich habe hier die Königin der Münzen. Die Königin der Münzen ist potenziell sogar eine Charakteristik, die ich euch gerade hier schon eigentlich beispielhaft genannt habe. Es mag hier sogar naheliegen für den einen oder anderen von euch, dass das hier nicht unbedingt das Gegenüber ist, weil es, wie gesagt, auch nicht jeder mit euch oder von euch mit einem Gegenüber zu tun hat, sondern mit einer Angelegenheit zu tun hat, die jetzt nicht unbedingt einen Menschen beinhaltet. Die Königin der Münzen unterscheidet sich teilweise gravierend von der Königin der Schwerter. Und das ist hier eine gelassene Energie. Das ist hier eine, man könnte sagen, gemütliche Energie sogar. Manchmal gemächlich, teilweise sogar langsam oder ja, lahmarschig, könnte man sogar sagen. Aber die Königin der Münzen ist auf dem Boden geblieben. Das ist eine Person, die mit beiden Beinen fest im Leben steht, sehr tugendhaft sein könnte, wie gesagt, sehr geduldig, auch verständnisvoll ist. Die Königin der Münzen ist weit weniger verbissen, weit weniger ehrgeizig und weit weniger in diesen Tunnelblick. Ich bin mir doch relativ sicher, dass diese Königin der Münzen ein Resultat eures Verhaltens sein wird, ein anderes Verhalten sein wird, als ein bislang an den Tag gelegtes. Und weil ich hier auch die Zukunftsausrichtung habe, kann ich mir gut und gerne vorstellen, natürlich, dass dies zu anderen Entwicklungen führen wird, als jene, die ihr bislang sozusagen hier in dieser Situation erlebt habt. Ich habe jetzt hier die 10 der Kelche. Die 10 der Kelche kann ich sehr mit dem Heiligtum eurer Hauptenergie der verzauberten Wiese hier in Verbindung bringen. Ich kann hier von einer Glückseligkeit sprechen, von einer Glückssträhne, von einem Wunschziel oder Traum sprechen, der hier in der Spiegelung auf die 4 der Kelche bislang noch unerreicht oder unerfüllt blieb. Ihr seid dazwischen, ihr seid hier die tragende Kraft, ihr seid jene, die diesen Traum wirklich hier unbedingt realisieren wollen, und ich verstehe nach wie vor diese Intention, ich verstehe nach wie vor dieses Anliegen, ich verstehe nach wie vor die Wichtigkeit, weil wenn es hier beispielsweise um so etwas wie ein Lebensziel geht oder so etwas wie eine Bestimmung, die sich hier erfüllen soll, wenn ihr euch beispielsweise für etwas oder jemanden bestimmt fühlt, kann ich absolut nachvollziehen, warum man hier in einer Königin der Schwerterenergie ist. Auch wenn es nicht immer dann die Vorgehensweise ist, die zum Ziel führt, wie manche von euch wahrscheinlich auch spätestens hier herausfinden werden. Das Ziel wird hier nicht heruntergeschraubt. Das Ziel wird hier nicht weniger wichtig und schon gar nicht. Lasst dir diesen Traum platzen, der hier auch nochmals dargestellt ist. Aber, und das sehen wir hier sehr deutlich, ich glaube, ihr versucht, einen anderen Weg zu diesem Traum, zu diesem Ziel, zu dieser Erfüllung zu finden. Der Magier. Gleiche Energie. Eindeutiges Reading, muss ich hier tatsächlich sagen. Und ich hoffe, ihr seid bislang mitgekommen, liebe Stiere. Der Magier ist eine ehrgeizige Karte, genauso wie die Königin der Schwerter. Sie ist ein Stück ehrgeiziger noch, aber der hier kommt gleich dahinter. Der Magier ist jemand, der sich von Widrigkeiten nicht abhalten lässt. Der es schafft, Hürden und Barrikaden zu überwinden. Der sich von Startschwierigkeiten nicht abbringen lässt, weiterzumachen. Ein Marathonläufer, der auf dem ersten Kilometer stürzt und der dann eine fette Schramme am Knie hat. Der holt sich ein Pflaster aus seiner Tasche, haut's auf die Wunde drauf und läuft weiter. So ist, metaphorisch jetzt natürlich ausgedrückt, dieser Magier hier eingestellt. Und mit der Spiegelung auf den Gehängten können wir hier sehen, dass manche von euch häufig stolpern können auf diesem Weg zum Erfolg, auf diesem Weg zu eurem Ziel. Und das ist nichts, was auch nicht in der Summe euch davon abhalten wird, euer Ziel weiterhin händeringend versuchen zu erreichen.
Aber eventuell kommt ihr hier an einem bestimmten Punkt zu einer Wegkreuzung, wo ihr euch entscheiden müsstet, mache ich so weiter wie bislang oder ändere ich meine Taktik, ändere ich meine Strategie, ändere ich meine Vorgehensweise. Gegen diese Theorie, nenne ich das jetzt mal, spricht ein Satz, den ich tatsächlich Luftlinie 2 Meter rechts neben mir an der Wand hängen habe. Du darfst verzweifeln, du darfst weinen, du darfst wehklagen, aber niemals solltest du etwas aufgeben, wovon du Tag und Nacht träumst, wie beispielsweise das Heiligtum oder diese 10 der Kelche hier beispielsweise. Ihr träumt von einem Erreichen des Ziels Tag und Nacht und der Satz geht weiter. Wenn du heute aufgibst, wirst du morgen nicht wissen, ob du nicht siegreich und erfolgreich gewesen wärst. Und wenn man sich das durch den Kopf gehen lässt, ist es das gleiche Prinzip wie beispielsweise, und das ist einer meiner Nachbarn, der spielt seit, ich glaube, 55 Jahren spielt der Lotto und hat noch nicht einmal mehr als einen Vierer gehabt oder etwas derartiges. Und manche Menschen mit einem bestimmten Mindset hätten schon längst aufgehört, Lotto zu spielen. Aber er mit seinem bestimmten Mindset sagt mir, beispielsweise dann, wenn ich ihn fragen würde, warum spielst du denn immer noch jeden, ich glaube, Samstag und Mittwoch, bin mir jetzt nicht ganz sicher, warum spielst du denn da Lotto? Weil ich das schon so lange mache und irgendwann muss es doch mal treffen. Irgendwann muss es doch mal schon nach der Wahrscheinlichkeit her der Jackpot sein. Warum, ne, dass ich dann mal 6 richtige plus Zusatzzahl habe. Ich verstehe diese Denkweise, ich verstehe dieses Mindset. Genauso könnte ich aber auch jemanden verstehen, der sagt, okay, das bringt nichts, ich habe jetzt 1, 2 Jahre Lotto gespielt, ich höre lieber mal damit auf, bevor ich da noch mehr Geld reinpumpe. Ich kann beide Ansichten, beide Meinungen, beide Devisen sehr, sehr gut verstehen. Wahrscheinlich auch viele von euch natürlich. Die große und bleibende Frage ist, was ist in eurer Situation für euch selbst angesichts eures Zieles das bessere weitere Vorgehen? Bleibt ihr auf dem Weg und hofft, dass ihr einfach nur noch länger aushalten müsst, einfach nur noch beharrlicher sein müsst und dass es so klappt, wie ihr es euch bislang vorgestellt habt? Oder ist es hier vielleicht besser, eine Art Alternative zu finden, eine Art anderen Weg zu finden, ein anderes Erfolgsrezept zu verfolgen? Und das ist natürlich auf die persönliche Situation zu beziehen, aber das ist hier die grundlegende Frage, die hier gehörig zerdacht werden wird. Die Sonne. Die Sonne ist Heiterkeit, Fröhlichkeit, absolute ähnliche Energie hier eigentlich wie die 10 der Kelche und auch wie die verzauberte Wiese. Die Sonne ist das, wovon ihr euch Fröhlichkeit, Glück, Harmonie, Erfüllung vielleicht sogar versprecht. Und ihr habt euch dazu entschieden, dass ihr diese Erfüllung, dieses Ziel nur durch das Erreichen natürlich dieses Zieles erreichen werdet. Ich glaube jetzt nicht beispielsweise, wenn es hier wirklich um einen Menschen geht, was hier natürlich sein kann, aber nicht für jeden von euch sein muss. Dann soll es kein anderer Mensch sein. Dann soll es dieser Mensch sein. Oder wenn ihr hier beispielsweise eine Traumreise machen möchtet und bislang darauf hingespart habt, nehmen wir was Teures. Was ist denn teuer? Bora Bora ist, glaube ich, teuer, ne? Weil eines der teuersten, vielleicht auch Seychellen, das weiß ich jetzt nicht. Aber nehmen wir an, ihr wollt auf die Seychellen. Seychellen, ist teuer. Ihr spart darauf hin. Und wenn ihr dann merkt, okay, ich muss jetzt da wieder was ausgeben, da wieder was ausgeben, ich kann jetzt nicht noch mehr Überstunden machen, weil dann das und das zu kurz kommt, ihr habt natürlich dann diesen Ehrgeiz, ihr wollt das unbedingt haben und ihr macht euch auch auf den Weg, dieses Ziel zu besparen in dem Sinne, ne? Und das ist jetzt natürlich wiederum nur ein Beispiel, was jetzt mal nichts mit der Zwischenmenschlichkeit zu tun hat. Aber ihr werdet häufiger stolpern auf diesem Weg. Und die Frage ist dann die Art und Weise, wie ihr es macht, ist sie richtig? Oder solltet ihr euch vielleicht doch lieber einen Kredit aufnehmen oder die Eltern anpumpen, ne? Das sind dann natürlich die Alternativen, über die man hier überlegen könnte. Aber worauf ich jetzt hier hinaus möchte, ist, es soll dann die Seychellen sein und es soll dann nicht Gran Canaria sein oder Mallorca oder etwas derartiges. Das möchte ich euch hier in der Mitte damit vermitteln. Das ist etwas, was es sein soll und da führt kein Weg dran vorbei und mit Alternativen oder mit Ersatz würdet ihr euch nicht zufrieden geben. Die 9 der Stäbe. Die 9 der Stäbe auf die 8 der Schwerter in der Spiegel. Ja, gut, das ist jetzt hier der gesunde Menschenverstand. Ja, mit Magier, logisch. Okay, also der gesunde Menschenverstand, was ich damit meine, ist, wenn etwas schon jahrelang probiert wird auf die ein und dieselbe Weise und seit Jahren nicht wirklich Erfolge oder Teilerfolge abwirft, liegt es für einen objektiven Menschen nahe, die Vorgehensweise zu ändern. Für einen objektiven Menschen. Das ist jetzt ganz wichtig, weil jemand, der in dieser Situation drin ist und an dieses Erfolgsrezept
glaubt, hundertprozentig davon überzeugt ist, liegt es natürlich nicht so nahe, dass man seine Verhaltensweise ändert. Und deswegen ist es hier sehr, sehr wichtig, auf eure persönliche Situation das Ganze zu beziehen. 9 der Stäbe ist eine Summe der Rückschläge, die ihr angesichts dieses Themas bislang habt erkraften und erdulden müssen. Es ist hier immer mal wieder etwas passiert, was euch dann zurückgeworfen hat. Ich nehme hier manchmal auch so die Metapher von der Kellertreppe her. Ihr seid ganz unten, oben ist das Ziel und ihr geht hier Stück für Stück, Stufe für Stufe nach oben. Und irgendwann fallt ihr mal wieder zurück oder irgendwann rutscht ihr aus und fallt wieder 2, 3 Stufen zurück. Es wird häufiger passieren, aber rechtfertigt es das dann, unten zu bleiben und zu hoffen, dass ja irgendwann mal ein Lüfter hingebaut wird oder macht ihr es euch dann da unten bequem? Die meisten von euch werden das nicht machen. Die meisten von euch werden anlaufen und anlaufen und anlaufen und hochgehen, bis es dann tatsächlich dann auch euch geglückt ist oder es geklappt hat. Genauso wie es hier der Magier machen würde. Mit diesem Ehrgeiz, mit diesem, ne, ich will das jetzt unbedingt haben. Aber die Vergangenheit, und das ist hier drin zu sehen, wird hier grob zerdacht. Okay, wie habe ich das bislang gemacht? Was habe ich bislang gemacht? Hätte ich das und das anders machen können? Das ist auch hier mit der Hohepriesterin, mit diesem mysteriösen oder unerklärlichen, ist ebenso ein Aspekt, den ihr in diese Gedankenkraft mit einfließen lasst. Ihr stellt hier gegenüber, wie ihr euer Erfolgsrezept sozusagen strukturiert habt, wie euer Plan ausschaut sozusagen, und ihr stellt das gegenüber, was bislang beim Verfolgen dieses Erfolgsrezeptes sozusagen gut geklappt hat und weniger gut geklappt hat. Und darauf basierend versucht ihr eine Entscheidung zu treffen. Und nach wie vor seid ihr hier extrem in der Kopfenergie und auch in diesem logischen Denkermodus. Ihr habt hier wenig, ich möchte nicht sagen keine, aber ihr schaut euch das Ganze wenig von der emotionalen Sichtweise aus an, sondern mehr von der logischen und rationalen Sichtweise drauf an. Und ich persönlich als klassischer Kopfmensch muss sagen, ich glaube, dass das die richtige Vorgehensweise ist. Der Teufel. Also ihr habt hier definitiv eine Art Mammutaufgabe vor euch. Es wird euch einiges abverlangen und teilweise könntet ihr hier auch bis an den Rande der Verzweiflung kommen. Das sieht man jetzt hier sehr, sehr deutlich mit dieser Traumakarte. Man kann ja auch von Verletzungen reden, aber definitiv ist die Summe der Rückschläge hier das, was euch vom Glauben abfallen lassen könnte, das, was euch entmutigen kann. Ihr lasst euch hier nicht komplett entmutigen, schon allein wegen dem Outcome hier nicht. Aber es ist hier etwas, was wenige Menschen außer euch wahrscheinlich auch an eurer persönlichen Situation natürlich dann nachvollziehen können. Weil jemand würde jetzt hier nicht verstehen können, warum ihr es nicht einfach gut sein lasst, um es mal ganz plump auszudrücken. Und ich verstehe sehr gut, warum ihr es nicht einfach gut sein lassen könntet. Weil es eben das hier ist, weil es das Heiligtum ist, weil es das Allerwichtigste ist. Und wir haben hier die 10 Kelche, die Erfüllung, Glück, Wohlstand, das, was das Ziel Nummer 1 in eurem Leben ist, um es mal vielleicht für den einen oder anderen etwas überspitzt auszudrücken. Und dagegen gegenübergestellt haben wir den Teufel, das, wo ihr scheinbar zum Scheitern verurteilt seid. Und spätestens hier, und jetzt ist auch hier die Verwirrung dargestellt, aber auch die Insichtkehr ist hier sehr wichtig. Ihr fühlt euch hier, teilweise fühlt ihr euch hier zu etwas bestimmt und würdet nicht im Traum daran denken, dass ihr euch irrt. Und die Summe der Fehler, die Summe der Enttäuschungen und Frustrationen, die lässt euch jetzt hier, was diese Überzeugung angeht, mehr und mehr an euch selbst zweifeln. Verwirrung und Konfusion. Verzweiflung, so etwas wie Trostlosigkeit oder Hilflosigkeit, ist hier in der Mitte dargestellt. Warum fühle ich mich vergönnt, dieses Ziel zu erreichen und ich kann es nicht erreichen? Die Suche nach dieser inneren Wahrheit, die Suche nach dem inneren Halt, könnte man auch sagen beim Eremiten, die scheint hier in der Zeitspanne das A und O zu sein. Und ich glaube, dass hier auch in Zukunft, wenn man da dann wieder einen Weg hinausgefunden hat, hier habe ich nochmals die 8 der Schwerter, Zerdenkerkreis, Gedankengefängnis, ne, dieses Grübeln oder die Grübeleien, die habe ich hier noch im Outcome. Und ich glaube, ihr werdet hier, ich habe es vorhin, glaube ich, schon gesagt, länger über diese Situation nachdenken. Ich glaube, ihr werdet hier euch mehr oder weniger auf eine absehbare Zeit zwingen wollen, eine finale Entscheidung zu treffen. Und die könnte da lauten, gebe ich auf, gebe ich mich geschlagen, finde ich mich damit ab, dass das, wozu ich mich eigentlich bestimmt fühlte, vielleicht doch nicht bestimmt für mich ist. Oder bleibe ich bei meiner Überzeugung? Lasse ich mich nicht entmutigen von all dem Gegenwind, der mir hier entgegengepustet wird? Das ist das, was man hier zuerst klären muss. Und da ich hier die 2 Stäbe und hier eine andere Charakteristik sehe, bei der Königin der Münzen als eben noch bei der Königin der Schwerter, liegt es hier nahe, dass viele von euch
das Ziel nicht aufgeben werden zu verfolgen, aber es auf eine andere Art und Weise versuchen werden zu verfolgen. Und das aus einer neuen, eigenen, perspektivischen Überzeugung. Ich habe hier ein vielleicht komplexes Reading. Ich weiß es nicht. Für mich spricht das hier eine ganz eindeutige Sprache. Schon allein ist es mir deswegen so leicht vergönnt, hier die Energien rauszulesen, weil ich solche Situationen sehr gut kenne. Aber ich bin natürlich sehr gespannt, was mir jetzt dann das weiterführende Reading darüber noch sagen kann, wo ich dann tiefer noch eintauchen möchte, wo ich mehr Details noch zum Vorschein bringen will, wo ich natürlich dann auch die ein oder anderen Prognosen noch anstellen möchte, wie das Ganze im Begriff ist, weiterzugehen. Liebe Stiere, solltet ihr euch in einer derartigen Situation befinden und ich glaube, ihr würdet wissen, wenn ihr damit resoniert, dann könnt ihr euch natürlich gerne das weiterführende Reading ansehen. In der Infobox unten, in der Videobeschreibung, der erste Link direkt würde euch dorthin führen. Natürlich ist es nach wie vor kein Muss, dies zu tun. Ich würde mich natürlich sehr über einen Like unter diesem Video freuen, wenn es euch gefallen hat. Genauso wie ich mich über ein Abonnement freuen würde, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich kann damit viel anfangen. Ihr habt nichts Negatives daraus zu befürchten. Ich wünsche euch unabhängig von diesem Reading, liebe Stiere, einen schönen April. Bleibt vor allem gesund und stabil. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.